und seine merkwürdigen Kräfte werden ihm helfen, den Stab wiederzufinden. Das entwickelt sich hier in eine ganz falsche Richtung. Ivan hat merkwürdige Kräfte? Oh, jetzt geht's ab. Hier sind wir so ein bisschen schuld dran an dem, was jetzt passiert. Aber nur ein bisschen. Ein ganz, ganz kleines bisschen vielleicht. Wir müssen diesen gefährlichen Ort sofort verlassen. Gott, jetzt wo ich den, der jetzt redet, gesprochen habe mit diesem Hatte-Datte-da, kann ich keine normale Stimme mehr machen, glaube ich. Aber wohin? Wohin sollen wir gehen? Uns bleibt keine Wahl. Wir fahren in Richtung Norden. Wenn wir nach Norden fahren, landen wir in Lumbar. Immer noch besser, als von Felsbrocken erschlagen zu werden, oder? Und da fahren sie dahin mit ihren getreuen Gerossen. Gerosse, das ist eine Form von Ross, was wiederum natürlich eine Form von Pferd ist. So ist doch mal aus. Grammatik mit Meduax. So, Fault oder Vault, wie auch immer ihr es halt nennen wollt. Ich nenne es, ja, wie nenne ich es denn mal am besten? Ich nenne es Vault, weil Vault irgendwie cooler ist als Fault. Das klingt auch irgendwie nach Verwesung. Von daher lassen wir das mal. Achso, hier war Ausgang, ne? Stimmt ja. Und ja, das fand ich sowieso mal lustig. Ganz egal, ob man oben oder unten reingeht auf der Weltkarte, man kommt immer am vordefinierten Einstiegsort rein. Ist das nicht schön? Das ist doch logisch. Was könnten wir brauchen? Wir könnten brauchen Waffen und Rüstung. Da können wir uns hier vielleicht ein bisschen bedienen. Aber zuerst mal, so gerne ich dich auch mag, Herr Rüstungstyp. Wir fragen natürlich erstmal den Waffentyp, denn der ist viel cooler als du. Wir hätten den magischen Stab, tatsächlich. Wir haben aber auch nur 385 Münzen. Was ein bisschen ein Problem ist. Wir brauchen echt mehr Münzen eigentlich, ne? Vielleicht muss ich noch ein paar Monster killen gehen, off-camera oder sowas. Wir werden sehen. Langschwert, was macht denn das Langschwert zum Beispiel? Siehst du? Das macht nämlich unseren Schaden gleich viel besser. Ja, hier auch, ne? Ihr merkt schon. Der jetzt nicht so und der wahrscheinlich, genau, den können wir noch nicht mal anlegen. Hier das Artefakt, ja, ist okay. Genau, den können wir auch nicht anlegen, den brauchen wir später oder den können wir später erst verwenden. Also würde ich mal vorschlagen, wir geben jetzt mal ein wenig Geld aus. Und zwar, weil Garrett bisher so schlecht dasteht. Moment, ich muss aber nochmal eben kurz checken, 43 und ja, okay, dann ist die Entscheidung natürlich relativ leicht, dann bekommt Garrett diese Streitaxt hier. Und, oh, wir bekommen sogar 90 Münzen, das ist ja cool. Aber ich muss dann irgendwie off camera oder so noch ein paar Münzen sammeln gehen, glaube ich. Gehen wir mal zu dir her, Rüstungstyp, aber vorher natürlich erstmal in die Artefakte reingucken. Nix da, dachte er sich und wies uns einfach ab. So, was haben wir denn hier zum Beispiel? Lederarmreif und Stirnreif braucht uns jetzt nicht zu interessieren. Das können wir nicht tragen. Lederkappe können wir tragen. Bringt uns aber verdammt wenig. Cumulus sollte uns gar nichts bringen, weil wir es schon tragen. So ist es nämlich auch. Das Holzschild wiederum hilft. Definitiv. Die Reisejacke hilft auch gut. Ja, das Ding ist auch, das sollte ich vielleicht auch nochmal eben sagen. Es gibt jetzt keine... Ja, Es gibt jetzt nicht nur eine Art von Rüstung, die man halt tragen kann. Man kann halt ein Hemd tragen, man kann Handschuhe tragen und man kann halt einen Holzschild zum Beispiel gleichzeitig tragen und eine Kappe. Also es sind halt mehrere Teile der Rüstung, die man hier einzeln kaufen kann und die man dann anlegt, aber wo man nicht irgendwie eine grafische Repräsentation auf der Overworld oder so bekommt, wo sie jetzt angelegt wurden. Das sieht man dann höchstens, wenn überhaupt, im Kampf, wobei da eher die Waffen sichtbar sind. Und ich glaube überhaupt nicht die Rüstungsteile. Das ist halt sowas, woran man sich erstmal gewöhnen muss. Man sieht halt nicht, welche Teile man gerade angelegt hat, außer man geht ins Item-Menü. Das ist es halt im Grunde. Gut. Ich glaube, das kann ich mir noch leisten. Gerade so. Für beide. Ja. Ja, ich möchte es mir anlegen. Ja, das ist super. Ich gebe dir gerne... Ja, Spieletickets. Oh. Spieletickets können wir auch später erst verwenden. Also kümmert euch noch nicht allzu sehr darum. Das kommt alles noch. Ich denke ja auch immer so ein bisschen an die, die vielleicht Golden Sun noch nie gesehen haben, die es noch nie gespielt haben. Ich weiß, es werden immer weniger Leute, weil es Gott sei Dank immer mehr Let's Plays davon auch gibt. Aber für die, die es halt noch nie gesehen haben, brauchen wir später erst die Spieletickets. So, die Holzschilder kann ich mir auch noch leisten. Ja, bitte sehr. Ja, Cumulus habe ich eh nie gemocht. Den hat mir meine Mutter geschenkt. Selbst gestrickt, sie sagte, sie hat da viel Zeit reingesteckt und viel Liebe. Ich denke, das ist sentimentaler Humbug. Und verkaufe deshalb meinen Cumulus. Nicht deshalb.
Lederarmreif, wie gesagt, hatte ich schon gesagt. Lederkappe, ach komm. Wir haben's ja, ne? Wir haben's ja. So, volle Ausrüstung hier. Dammit, jetzt haben wir genau eine Münze zu wenig. Können wir irgendeinen Scheiß verkaufen? Das Schöne ist ja auch, wir können überall alles verkaufen, was irgendwie verkaufbar ist. Da ich Rauchbomben nie benutzen werde, werde ich die verkaufen. Oh, ich hab doch die Schnappperlen, ich Idiot. Dann hätten wir in Lumpafon doch was machen können. Na gut, ich meine, die Nuss ist jetzt eh nicht allzu wichtig. Von daher, ja, lassen wir das mal. Da gehe ich jetzt nicht nochmal extra hin, deshalb. Dann kaufen wir jetzt für ihn nochmal die Lederkappe. Und die lege ich dann gleich an. Nicht, dass ich das noch... Nein, ist okay. Nicht, dass ich das... Hallo. Nee, dass ich das nochmal vergesse. Die Schnappperlen bekommt... von den beiden hier lasse ich die dann doch mal auf Flons. Schön, damit hätten wir die gröbsten Geschäfte erstmal erledigt. Auf jeden Fall sieht es jetzt mit der Waffen- und Rüstungssituation durchaus besser aus als vorher. Heilkraut und Gegengift brauche ich beides nicht, vielen Dank. Obwohl, naja, was rede ich da? Wir brauchen eigentlich schon Heilkraut, allerdings hauptsächlich halt für Garrett hier. Aber ich kann mir auch nicht mehr leisten. Ja gut, dann geben wir doch unser ganzes restliches Geld aus. Das klingt doch gut, oder? Das klingt doch logisch. Geben wir einfach alles aus, was wir haben. Wir bekommen eh, sobald wir hier fertig sind, einen kleinen Haufen Geld. Von daher, guck mal, ein nett aussehender Typ. Überhaupt nicht irgendwie mysteriös oder irgendwie... wie soll man sagen? Verdächtig aussehend, dieser Kerl dort. Sieht aus wie ein ganz normaler Bürger dieser Stadt, der nichts vorhat. Der einfach nur seinem Leben nachgehen möchte, der es genießen möchte, hier in dem sonnendurchfluteten Wiesen von Vault zu tollen mit seinem Hund Pluto, der hier sitzt. Wie schön. Und so kommt alles zusammen. nein, das ist nicht wirklich die Story, falls ihr euch das gerade gefragt habt. So richtig sie auch klang, das ist sie tatsächlich nicht. Wir reden jetzt natürlich erstmal in alter RPG-Manier mit allen Leuten, die es hier gibt, in der Hoffnung, dass sie irgendwas zu sagen haben, aber das haben sie in RPGs ja immer. Sind zwar vollkommen fremd, aber wir reden einfach mal denen. Willkommen in Vault, die Stadt im Herzen von Angera. Du mich auch. Versuch bloß nicht, dir die schön zu reden, die Stadt hier, das ist ein kleines Kaff. Okay, was haben wir hier? Flossloses Regal, Geschichte von Vault, Teil 1. Hier steht der Name, bedeutet an einem kleinen Ort gefangen sein. Ah, das ist eine schöne Anspielung eigentlich. Vault heißt auf Englisch Tresor. Und von daher kann man sich das, glaube ich, erschließen, den Rest. So, erstmal beiseite, ich will lesen. Flossloses Regal, Flons untersucht das Regal. Angeras Edelsteine. Doch hier steht nichts unter dem Felsbrocken auf dem Tisch. Ach, den hatte ich ja noch gar nicht gesehen, der ist ja so... Yeah, du kommst hier nicht vorbei, Baby. Jetzt bist du ganz mein. Nein, bist du nicht. Während diese Brocken Edelsteine werden wir steinreich. Haha, steinreich. 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 Anyone? Keiner? Ah, okay. Der Felsbrocken wurde vom Vulkan bis hierher geschleudert. Sieht er nicht eigenartig aus? Er funkelt wie ein Edelstein. Wie gesagt, das könnte ein wenig unsere Schuld sein. Ich weiß ja nicht, ob das Heiligtum von Sol und die ganzen Geschehnisse, die dort passiert sind, irgendwas damit zu tun haben könnte. Ich tippe mal auf Nein und trinke darauf einen Schluck Wasser. Ah, großartig. Jetzt reden wir mal mit dir, du Zaunstarrerin, du. War der Ausbruch des Alephbergs nicht unglaublich? Ich war drin, also ja. Ich war von Angst so erfüllt. Ich war so von Angst erfüllt, dass ich tagelang keinen Schlaf gefunden habe. Du bist ja peinlich. Tagelang, Moment mal. Wieso? Hä? Moment, tagelang? Das ist doch der nächste Tag jetzt erst. Wieso tagelang? Du redest Scheiße. Entschuldigung, dass ich das Wort verwendet habe, aber es ist so. Du kannst nicht tagen... Ach, was soll's. Lassen wir das. Logik in einem Spiel finden ist immer eine scheiß Idee. Jetzt habe ich schon wieder gesagt, ich will dieses Wort nicht mehr so häufig sagen. Ich kann nichts finden in diesem Topf, das ist ja ungünstig. Ich mag es nämlich, in fremden Töpfen Sachen zu finden, die mir nicht gehören. Hey, Duda, macht es Spaß, neue Orte zu entdecken? Ja, aber nicht diesen Ort. Wenn ich so groß bin... wieso so? Wenn ich groß bin, möchte ich ein Abenteurer werden und in einem Zelt übernachten. Boah, du bist ja schön krass, Kid, ne? Weißt, was ich erlebt habe, ne? Weißt, was ich erlebt habe? Während ich dich hier mal rumschiebe, wie sonst was. Weißt du, was ich erlebt habe? Ich war in einem Vulkan, ne? Mit einem riesigen Felsen, ja? Der ein Auge hatte, ja? Ein Auge, quasi ein Zyklopfelsen, ja?
Hör mir zu, das war voll krass. Und dann, als ich alle von diesen coolen Steinen weggenommen hatte, da kamen diese Bösewichter und die haben 3 von denen genommen. Und als ich den letzten dann genommen habe, da sind sie geflüchtet, weil plötzlich der Vulkan ausgebrochen ist, ne? Und das war voll cool. Du ignorierst mich. Ich hasse dich. Mein Nachbar verursacht mir Gänsehaut. Der hat immer dieses schmierige Grinsen im Gesicht. Ich glaube, ich werde, wenn ich mit NPCs rede, aus einer von 2 Stimmen immer auswählen. Für jedes Geschlecht natürlich. Obwohl für Frauen eher nur eine einzige. Aber egal. So. Was haben wir denn hier für ein schönes, Fräulein? Ich glaube, in dem Chaos während des Vulkanausbruchs sind einige Leute beraubt worden. Diese dreckigen Schweine. Wer könnte es gewesen sein? Hat hier irgendjemand Hinweise? Gibt es hier irgendwelche verdächtigen Leute? Ich gucke mich um. Ich sehe hier niemanden. Vor allem, weil ich gerade eigentlich gegen eine Felswand gucken müsste. So rein von der Perspektive aus mal gesehen. Yeah, ich mag es, gegen Felswände zu gucken. Hallo, Opi. Meister Hammett Steiner kann erst wieder nach Kalein zurückkehren, wenn er den Stab wiedergefunden hat. Der Witz ist so gut. Ja, Opi. Du bist schon ziemlich senil. Hallo, Omi. Diese Reisenden sind sehr überstürzt wieder aufgebrochen. Es schien beinahe so, als wären sie auf der Flucht gewesen. Hast du sie unterwegs gesehen? Ja, habe ich tatsächlich. Nein, nicht Meister Hammett. Es war eine Gruppe von 2 Frauen und 4 Männern. Sie waren schon ein wenig eigenartig. Aber ich konnte ihnen gute Sachen verkaufen, von daher... Ich dachte mir, da stört schon jemanden. Das junge Mädchen und der ältere Mann sahen so aus, als wären sie nicht gerne mit den anderen unterwegs. Und diese Fesseln und Knebel, die wirken schon etwas seltsam. Aber wie gesagt, die haben gute Sachen gekauft. Und die hatten gutes Geld dabei. Also habe ich nicht nachgefragt. Auch seltsam, wie sich die Stimme dieser Oma irgendwie immer jugendlicher angehört hat, je länger ich vorgelesen habe. Das ist erstaunlich. Das ist sehr, sehr erstaunlich. Vielleicht hat Benjamin Button damit ja was zu tun. Jetzt habe ich irgendeinen Namen erwähnt. Name-Dropping, es geht ja mal gar nicht. Hallo. Die Karawane von Meister Hammett hat gleich nach dem Ende des Ausbruchs die Stadt verlassen. Ich glaube, der Vulkan hat ihn ganz schön erschreckt. Ja, ist okay. So, und du? Ivan, dieser arme Kerl. Jetzt klingen die beiden absolut gleich. Ist mir ganz egal. Sie haben ihn beim Bürgermeister zurückgelassen, damit er nach dem gestohlenen Stab suchen kann. Yay! Okay. Hallöchen, du blockender NPC. Denn ich weiß ganz genau, dass ich diese Leiter eigentlich hoch müsste. In dieses mysteriöse Loch da rein. Ob das wohl noch bedeutend ist, keine Ahnung. Ein glühender Felsbrocken hat ein Loch in das Dach gebrannt. Immer muss ich mich um solche Dinge kümmern. Money! Okay. Money! Du schon wieder! Ich kenne dein Gesicht, weil es für alle mit deinem Overworld-Sprite das exakt gleiche ist. Du bist doch ein Abenteurer, oder? Es ist beeindruckend zu sehen, dass Jugendliche wie ihr auf eine so gefahrvolle Reise gehen. Okay, hier befindet sich, wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt, mal wieder ein Heiligtum. Hier könnten wir uns wieder beleben lassen oder Gift entfernen lassen. Wir könnten Fluch brechen lassen, wir könnten Geister entfernen lassen, aber all das natürlich auch nochmal zum entsprechenden Zeitpunkt, wenn es dann passieren sollte. Aber das wird natürlich nie passieren, denn Fehlschläge in diesem Let's Play werdet ihr vergeblich suchen. Gut, was hast du mir noch zu sagen? Der Heiler macht sich sicher Sorgen, weil... Oh gar nicht, das ist nicht euer Problem. Okay, was hast du mir zu sagen? Solange... Nee. Solange ihr ein reines Herz habt, werden wir euch gerne helfen. Die alte Mannstimme, davon gibt es tatsächlich nur eine, glaube ich. Wie schön. Mein Stimmenrepertoire ist dermaßen begrenzt, aber das macht nichts. Das macht nichts. In einem RPG wie Golden Sun kommen natürlich kaum NPCs vor, von daher macht das nichts. Leere Zellen, ohne Ende, quasi 3 an der Zahl. Gut ausgeleuchtet auf jeden Fall. Und mit Strommatten. Das kann man nicht von jedem Gefängnis behaupten. Manche haben ja diese Betänen, wie man es heutzutage nennt. Diese komischen, gepolsterten, komischen Teile. Ja, die sind doppelt komisch. Also, da muss ich echt sagen, Finger weg von denen. Hier war ich schon drin, verdammt. Gut, dann kann ich jetzt in das Gasthaus rein erstmal, würde ich sagen. Muss ich mich irgendwie heilen lassen? Ja, gut, die PP werden langsam etwas eng, aber das sollte erstmal nicht stören. Was hast du mir zu sagen? Diese 3 Fremden haben die Besitzer des Gasthofs und seine Frau ganz schön hinters Licht geführt. Die glauben wohl, sie können damit durchkommen. Können sie auch, das ist ja das Problem.
Wenn nur ein Held da wäre, um sie zu retten. Das war übrigens ein vollkommener Glückstreffer. Ich hatte keine Ahnung, dass da das ist, aber Minz ist immer was Gutes. Minz macht folgendes, sie hebt die Schnelligkeit an, also den Schnelligkeitsstat. Und da Garrett ewig lahm ist, ich meine, guckt euch das mal an, 8 im Gegensatz zu 22, bekommt der natürlich ein bisschen was. Der braucht's, der arme Kerl. Was willst du mir hier oben sagen? Die Gäste vom ersten Stock waren während des Aufbruchs nicht auf dem Zimmer. Wir haben danach den Raum durchsucht, konnten aber nichts finden. Ist immer noch nicht verdächtig.